Sie sind hier, 25. November 2018, 16.12 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern, die deutschen Kombinierer siegen in Kusamo, Urheberrecht Getty Images. Die deutschen Kombinations-Olympiasieger holen in Kusamo den Sieg in der Staffel. Dabei profitieren sie aber von zwei Disqualifikationen. Die deutschen Kombinations-Olympiasieger haben nach einer starken Aufholjagd den ersten und einzigen Staffelwettbewerb der Weltcup-Saison gewonnen. Am zweiten Tag des Auftaktwochenendes im finnischen Kusamo setzte sich das DSV-Quartett in der Besetzung des Olympiasiegs von Pyeongchang mit Johannes Reitzek, Vinzenz Geiger, beide Oberstdorf, Eric Frenzel, Oberwiesenthal und Fabian Riesle, Breitenau deutlich mit 1:48 Minuten Vorsprung auf Japan durch. Die deutsche Auswahl profitierte bei ihrem ersten Staffelsieg im Weltcup seit 2 Jahren allerdings von 2 Disqualifikationen nach dem Springen. DSV profitiert von Disqualifikation. Die Resultate von Lukas Greidera aus den Reihen der ursprünglich zweitplatzierten Österreicher und Jarl Magnus Riebert, dem besten Springer der drittplatzierten Norweger, wurden gestrichen, da beide einen nicht regelkonformen Anzug benutzten. Anstatt von Platz 4 ging das DSV-Team somit von Rang 2 mit 1:05 Rückstand in den abschließenden Skilanglauf über 4x5 Kilometer. Österreich um Mario Seidel, der am Samstag das Auftakt-Einzelrennen vor Rieber und Reitzek gewonnen hatte, und Norwegen fielen aussichtslos zurück. Norwegen rettete immerhin noch Platz 3, 1:48,4, lediglich bei der WM in Seefeld, 16. Februar bis 3. März, findet in diesem Winter noch ein Staffelwettbewerb statt. Im Weltcup geht es am kommenden Wochenende mit 3 Einzelrennen in Lillehammer weiter. Jetzt die Sport1-App herunterladen.